Herzlich willkommen, 18.18 Uhr, Immorob-Zeit. Heute mit der Auswertung Fix und Flip in unter 30 Tagen hier aus Freital. Ob es geklappt hat oder nie, heute werden wir es euch zeigen. Herzlich willkommen, wie gesagt, aus Freital. Wir hatten hier ein Video gemacht vor noch gar nicht langer Zeit, sind aber nochmal heute hier, weil die Idee war ja, in unter 30 Tagen ein Fix und Flip mit ganz einfachen Mitteln, wenig Kapitaleinsatz. Heute wollen wir mal gucken, ob es geklappt hat. Das sage ich ganz zum Ende. Ich glaube jetzt, dass es geklappt hat. Ist ja egal. Komm, wir gucken uns die Bude einfach mal an. In dem ersten Video, was wir alles verändern wollen, habe ich ja schon ein bisschen was gesagt, war ja hier der Plan auf diesem Fußboden. Sieht man übrigens mein schönes Schuhwerk. Ja, ne, es ist Sommer. Es wird Sommer langsam, natürlich. Das Problem war hier, warum wir das leider jetzt doch nie machen konnten, der Aufbau. Hier theoretisch wäre der Aufbau geendet, was an sich nie schlimm wäre. Aber wir haben ja ein kleines Problem. Also haben wir eigentlich so schon fast. Das ist diese sogenannte Überwurfkante hier. Das ist dort, wo du ungewollten Vorwärtssalto im Garten machst. Es ist zwar jetzt hier nicht ganz so lebensgefährlich, wobei ich in dem Busch hier nie landen wollte. Wenn wir jetzt natürlich noch mehr Höhe machen, könnt ihr euch vorstellen, dann bin ich dann hier. Jetzt wird es schon langsam ekelhaft. Ne? Und wenn jetzt noch jemand größer wie 1,73 Meter ist, das ist meine ganze geballte Massegröße, dann hast du ein richtiges Problem. Deswegen, wenn das so ist, wie es ist, wird niemand meckern, weil das hat irgendjemand mal so gebaut. Wenn du heute bauen würdest, wäre das schon gar nicht zulässig, wäre also schon zu niedrig. Hätten wir das Ding jetzt drauf gebaut, hier wäre einer runtergekracht, wäre im Ernstfall dann ich vielleicht auch haftbar dafür oder der neue Eigentümer, weil die Höhe nicht passt. So kannst du sagen, es ist schon immer so. Variante B wäre gewesen, wir hätten den Boden gemacht, hätten aber dann hier auf das Geländer nochmal einmal eine Etage raufschweißen müssen, also einmal nochmal eine Stange oben drüber, was an sich gar kein Hexenwerk ist. Problem ist, das Gebäude von außen muss ja gleich aussehen in so einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Das heißt, wir hätten erstmal alle fragen müssen, ob es denn in Ordnung ist, dass wir hier nochmal irgendwas oben drauf schweißen. Um uns den ganzen Hehl zu ersparen, haben wir einfach gesagt, wir lassen es, wie es ist, machen es dann am Ende nochmal schön sauber. Und ich meine, der Boden passt ja am Ende trotzdem. Also kein Hexenwerk. Jetzt gehen wir rein. Wir haben ja gesagt, wir wollen einen Fix und Flip machen. Und ja, so wenig Geld wie möglich in die Hand nehmen, beziehungsweise nur so viel wie nötig, so wenig wie möglich, klingt so geizig. Also wären die Taschen leer. Ha, das ist wirklich leer. Idee war natürlich, was muss man wirklich machen? Ihr habt es ja vorher schon gesehen, die Wände und so waren ja eigentlich alle soweit in Ordnung. Das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben diese ultra hässlichen Heizkörper hier nochmal ausgetauscht. Nochmal in weiß, was hier noch dran kommt, ihr seht das hier, die Thermostate. Die sind da gerade nur halbgelb. Die sind nur halbgelb, sieht doch sehr schön aus, so vom Farbakzent her. Das Einzige, was noch getauscht werden musste ja. Ansonsten Boden. Kann ich schon mal sagen, mega geil. Wollt ihr wissen, was wir in die Wohnung insgesamt investiert haben? Bestimmt, oder? Stell dir vor, die hätten ja gesagt. Okay, mal angenommen, ihr hättet ja gesagt, dann erzähle ich euch ganz am Ende. Und was ich schon mal cool finde, muss ich sagen, wir haben mal einen neuen Fußboden probiert mit breiteren Dielen. Also, das heißt, es ist ein Vinylboden sozusagen. Es ist einfach breiter wie die normalen. Also nie viel, vielleicht so ein kleines Mühe. Aber dadurch sieht das wirklich aus, als würde man auf so alten Holzbretterdielen laufen. Weil der Raum so schön breit ist, muss ich sagen, gefällt mir das ziemlich gut. Dazu haben wir gesagt, Küche kommt noch rein, auch die folgt noch. Tun wir diese alten hässlichen Fliesen hier quasi etwas überbauen. Wir haben leider nie eine Ebene hingekriegt, was nie unbedingt schlimm ist. Ich sag mal, es ist keine wirkliche Stolperkante. Ich bin ja klar, wenn man sich ganz dumm anstellt. Aber ansonsten haben wir hier große, dunkle, anthrazitfarbene Fliesen reingemacht, was das Ganze natürlich schön macht, das Ganze ein schönes Bild gibt sozusagen. Hier kommt dann die Einbauküche rein, die würde ich klassisch weiß bestellen, mit einer Holzarbeitsplatte, ich sag mal ähnlich dem Fußboden sozusagen. Und mehr musste man hier gar nicht machen. Habe ich ja gesagt, wenig Aufwand, Fix und Flip funktioniert trotzdem. Flur, Tobi hat schon gefragt, warum ist das jetzt hier so rum verlegt? Also erstens natürlich, weil wir den Boden aus dem Wohnzimmer durchreichen wollen, damit es schick aussieht sozusagen. Hier kommt noch eine Fuge rein, falls jemand fragt, na ist klar. Und natürlich dreht man das nicht hier, das sieht erstens komisch und wild aus und zweitens, wenn der Flur schon relativ lang ist, wie das hier der Fall ist, dann komme ich oft besser, wenn ich den quer lege, dann wirkt der breiter. Würde ich sie der Länge nachlegen, wirkt das Ding ja noch länger. Und in den Zimmern haben wir ja das gleiche Spiel. Wir wollen natürlich wieder hier mit der Optik weiterarbeiten. Das heißt, wenn es hier lang geht, geht es quasi im Kinderzimmer oder halt im Schlafzimmer am Ende genauso weiter. Wie gesagt, hier muss man gar nicht viel machen. Die Türen sind tatsächlich noch die alten. Man sieht, wenn man nah rangeht auch, das ist jetzt keine ganz weiße Tür, sondern die hat so eine ganz leichte Holzmaserung. Ich würde jetzt behaupten, das sieht auch richtig gut aus. Ja. Das ist natürlich Quatsch. Klassisch. Es sieht tatsächlich besser aus, wenn es ganz glatt ist. Die Frage ist nur,
Wie viel Euro Miete mehr würde man hier bekommen, wenn man jetzt nicht die weiße Tür nimmt, was ihr auf der Kamera wahrscheinlich gar nicht seht, sondern eine neue glattweiße? Der Unterschied ist 0 Euro. Keiner würde dafür mehr Geld bezahlen. Bedeutet, ich habe den gleichen Effekt. Und Fix und Flip an Kapitalanleger funktioniert ja am Ende so, dass ich eine gute Miete erzielen muss, um einen guten Kaufpreis zu erzielen. Wenn ich kein Mietsteigerungspotenzial aus der Sanierungsmaßnahme ziehen kann, dann kann ich es auch lassen, weil dann kriege ich auch keinen Euro mehr Kaufpreis. Im Bad, auch vorher, das war eigentlich so das, was ich am schlimmsten fand, da haben wir eben auch gesagt, wir stecken jetzt hier nie 10.000, 15.000 Euro in ein Badezimmer, sondern auch hier wieder, dem Mietertrag hätte es nichts gebracht, habe ich mich nur dafür entschieden, tatsächlich diese Fliesen, die ihr aus der Küche schon kennt, auch ins Bad zu legen. Die Farbe deswegen, weil wir hier diese wunderschöne 90er Jahre Royal Versace Bordüre vorgefunden haben und quasi die Farbe hier wieder mit aufgenommen haben. Hier kann man noch einen schönen Spiegel an die Wand krachen, vielleicht optimalerweise auch mit einem schwarzen Rahmen. Und hier kommt noch eine Duschabtrennung hin, weil Badewanne ist zwar gut und schön, aber die meisten wollen eben doch duschen. Und ich hatte es ja letztens schon gesagt, wir haben ein bisschen das Problem gehabt. Hier vorne war ja die Duscharmatur. Optimal wäre natürlich gewesen, weil ja hier hinten die Duschabtrennung losgeht bis hier vor, wenn man das Ding alles hier nach hinten verlegt. Problem ist, hätte man das gemacht, hättest du die Wand aufschlitzen müssen. Das sind auch wieder Kosten, die kann man bei einem Fix und Flip zumindest an Kapitalanleger vermeiden, weil auch das interessiert den Mieter am Ende nicht. Das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben einen längeren Schlauch geholt sozusagen, die Halterung dafür ein Stück von hier vorne nach hinten versetzt, bedeutet, ich ziehe meine Schuhe aus natürlich, selbstverständlich, wenn ich jetzt hier hinten dusche und ich hätte, ungern. Und ich hätte jetzt hier die Duschabtrennung gesehen, dann kann ich trotzdem quasi hier bequem und muss nicht hier den Schlauch durch die Gegend tragen, sondern kann mich jetzt hier hinstellen. Und kann dann hier quasi das Ganze benutzen. Finde ich praktisch, Duschabtrennung selber kostet 500 Euro ungefähr, Pi mal Daumen für das ganze Zeug. Und das war der Wunsch des Käufers. Oh, jetzt habe ich verraten. Durfst du das nicht? Es hat geklappt. Nee, ach nee, da haben wir am Anfang, ich habe es schon angeteasert. Aber gut, also die Wohnung ist schon verkauft und innerhalb von 30 Tagen. Die Renovierung hat tatsächlich nur anderthalb Wochen gedauert für das, was jetzt hier schon gemacht wurde, was ich in Auftrag gegeben habe. Der Käufer, der die Wohnung jetzt bei mir gekauft hat, der hat eben entschieden, der würde gern noch was ändern und hat dann diese Rückwand hier eingebaut. Das ist übrigens nur ein Kunststoff. Ist für diejenigen, die wirklich, wenn du ein richtig ranziges Bad hast und nie viel Geld investieren willst, gibt es so eine Platten in jeder Form und Farbe, kannst du dran machen, ist alles wasserdicht. Kriegst du halt für kleines Geld komplette Rückwände oder, ich habe es gerade gesagt, na, wir haben einen Kumpel, der hat das so zu Hause. Der hat sein komplettes Badezimmer einfach über die Fliesen, anstatt Fliesen drüber zu machen, was natürlich teuer ist, einfach so eine Platten geholt, zugeschnitten, angeklebt, Ende. Kann man machen. Ich muss sagen, ich finde es, wenn ich jetzt hier so stehe und nur die Wand angucke, finde ich es gut. In Zusammenspiel mit den Fliesen, also den Wandfliesen vor allen Dingen, finde ich es gewöhnungsbedürftig tatsächlich. Ja, das ist irgendwie ein Fehlbruch. Ja, weißt du, von beiden sieht es, ich dachte, das ist unverputzt. Ich dachte, er hat ja noch Putz drüber geschmiert, aber nee, das war es natürlich nie. Also ja, muss man mögen, aber auch hier wieder ist dem Mieter am Ende egal. Der Mieter will eine schöne Wohnung haben. Die Wohnung ist definitiv schöner, als das der Durchschnitt der Freitauer Mietmarkt hier hergibt. Bedeutet, wir kriegen natürlich hier eine richtig, richtig gute Miete im Verhältnis zu anderen Dingen. Jetzt die Frage, was mussten wir in die Bude investieren, damit es am Ende so aussieht, wie es aussieht? Kann man relativ einfach machen. Wir haben bezahlt für Duschabtrennung, Änderung der Dusche, neues Waschbecken, Fliesen hier, Fliesen da, Fußboden, Arbeitsleistung, allen drum und dran. Um die 7.500 Euro für alles, Trittschalt runtergemacht etc. pp, alten Teppich raus. Also auch die Abrisskosten sind teilweise gar nicht so wenig, weil der Teppich auch gut geklebt hat. Heizkörper dort schon mit drin, allen drum und dran, also 7.500 Euro. Und hier kommt noch eine Küche rein, 5.000 Euro. Tendenz steigend, sag ich aber gleich. Ich hatte jetzt eine lange Diskussion mit meinem Küchenstudio, weil die uns langsam immer mehr Geld für die Küchen abknüpfen. Da habe ich denen gesagt, Mensch, muss ich mir einen neuen Kumpel suchen, war einen neuen Küchenbauer. Aber tatsächlich hat es mir gezeigt, dass die Einkaufspreise sind höher geworden. Also die Küchen, die uns sonst so 4.500, 5.000 Euro gekostet haben, kosten halt jetzt auch mal schnell 6.000 Euro. Muss man einfach nur wissen, falls man bei einem Fix und Flip eine Küche einbaut, dass ich einfach meine Kalkulation entsprechend ändere. Ist jetzt hier zu spät. Das heißt, die Küche kostet halt mehr als geplant. Summa summarum sind wir trotzdem irgendwo mit 12.500 Euro für alles hingekommen, damit es am Ende so aussieht, wie es aussieht.
eine gute Miete bekommen. Und wie gesagt, vom Ankauf mit Sanierung und Notartermin mit dem Käufer in 30 Tagen funktioniert. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, was hat man dabei verdient? Sag ich das? Eine halbe Million. Du musst übelst vorsichtig sein. Der muss ich kurz noch, das ist ein kleines Ding so am Rande, aber ich habe ja meine eigene Hausverwaltung gehabt. Und die habe ich verkauft. Ich kann das ganz offen sagen, schäme ich mich gar nicht für so eine kleine Hausverwaltung, habe dafür 200.000 Euro bekommen. Und ein Mitarbeiter aus der Hausverwaltung hat meinem Kollegen mal gefragt, sag mal, was kriegt man denn für so eine Hausverwaltung oder was hat denn der Robert für die Hausverwaltung gekriegt? Und da hat er so aus Spaß gesagt, beim Teller abwaschen, 2 Millionen. Und da hat der gesagt, krass. Hat das allen anderen Kollegen erzählt und die hatten so komische Laune und haben dann gesagt, wie, na, wer schon 2 Millionen einsteckt für unsere Firma. Da habe ich mir gedacht, 2 Millionen, woher denn? Bis ich dann irgendwann das Ganze aufgelöst wurde, dass der Spaß von dem einen Kollegen quasi, von dem anderen so ernst genommen wurde, dass der quasi überall bei Freunden, Verwandten, Social Media, nee, übertrieben, aber wirklich jedem erzählt hat, dass das 2 Millionen gebracht hat. Deswegen muss man da mal ein bisschen vorsichtig sein. Na? Also, was will man hier verdienen? Wir haben natürlich keine 500.000 Euro verdient. Wir haben auch keine 50.000 Euro verdient, sondern wir haben am Ende eine Marge von ungefähr 16.000, 17.000 Euro gehabt. Das ist das, was wir hier realisieren konnten, was tatsächlich sehr gut ist. Aufgrund der Größe sind wir hier irgendwo bei knapp unter 300 Euro auf dem Quadratmeter. Das ist das, was ich immer rausholen will. Na? Also 300 bis 500 Euro pro Quadratmeter sollten Gewinn hängen bleiben. Wie kannst du den Gewinn erzielen? Natürlich, indem du günstiger einkaufst. Das heißt, das war ein Paket aus dieser Wohnung und noch einer zweiten Wohnung. Wir haben ja lange und ordentlich mit dem Eigentümer verhandelt. War jetzt nie so super leicht. Übrigens, wer mal wissen will, wie das geht, wir bringen einen eigenen Fix und Flip Coaching-Kurs auf den Markt. Ja, ich weiß, ganz schlimm. Jetzt will der Robert auch noch Geld verdienen damit. Das ist ganz fürchterlich. Aber mal ganz im Ernst, dort zeige ich euch genau, wie du an die Kunden oder an die Objekte kommst. Ich zeige dir ganz genau natürlich, wie man die Preise richtig verhandelt und was denn nicht nur Argumente sind, sondern was du liefern musst, damit du am Ende so einen Preis kriegst. Weil beim Fix und Flip ganz klar im Einkauf liegt der Gewinn. Wir haben ja die Wohnung hier nicht teurer verkauft, als eine andere Wohnung hier gekostet hat in dem Zustand, sondern wir haben am Anfang so günstig eingekauft, dass die Marge am Ende hängen bleibt. Wie gesagt, ist ein Stück weniger wie das, was ich normalerweise gerne machen möchte, aber wenn der Aufwand wie hier wirklich so schnell ist und du in 30 Tagen das Geld einmal drehen kannst, dauert natürlich noch 2 Monate, bis das Geld auf dem Konto ist, aber trotzdem in 30 Tagen so ein Projekt umsetzen kannst, dann ist natürlich auch das aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Gewinn. Ja, wenn es sonst noch Fragen gibt, meldet euch bei meiner Sekretärin. Nee, ganz im Ernst, wenn euch das Video gefallen hat, dann gibt es einen Daumen nach oben. Ansonsten Kanal abonnieren, wenn nicht schon passiert. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal auf immorob.de vorbeischaut. Da gibt es mein Buch Taugenichts. Und ihr könnt dort Termine buchen. Also wenn du eine Wohnung kaufen, verkaufen willst oder generell mal eine Info dazu willst, wie du mit deinem Geld umgehen könntest, das sind Dinge, da kann ich dir vielleicht helfen. Also wenn du da Bock drauf hast, melde dich gerne auf immorob.de. Ansonsten danke fürs Zugucken und wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Ahoi!